gehen wir live. Stage Talk. Ja, wir sind jetzt zurück an der Berufsfall Stage. Neben mir Frau Silvia Steiner, Bildungsdirektorin vom Kanton Zürich. Frau Steiner, wie ist es? Wo sehen Sie bildungspolitisch die grössten Herausforderungen in den nächsten Jahren? Also im Bereich der Berufsbildung kann man vielleicht sagen, dass der Kanton Zürich aufgrund des Bevölkerungswachstums in den nächsten 10 Jahren etwa 10'000 mehr Lehrstellen braucht. Das wird uns ziemlich fordern, ist aber auch eine Chance. Und da ist es wichtig, dass die Wirtschaft auch diese Stellen kann schaffen und bieten. Und die Politik muss wissen, was die Wirtschaft eben genau braucht. Wir haben das vorher schon kurz erwähnt. Und wie sie sich entwickelt. Also auch da ist der Dialog mit der Politik unabdingbar und darum ist der Austausch eng und ständig sehr zentral. Sie sprechen oft vom Ziel, mehr Lernende durch die Berufswahl, durch die Berufsmaturität zu bringen. Aber wie wollen Sie das Ziel genau erreichen? Also wir haben gemerkt, dass es eine grosse Zurückhaltung gibt im Moment noch in der Wirtschaft für die BM1. Wir werden versuchen, Modelle zu erarbeiten, wo der Wirtschaft und den Schülerinnen und den Schülern entgegenkommt. Das Modell, das wir werden anbieten oder schon anbieten, heisst BM1 Flex. Und dort werden wir branchenspezifische Modelle erarbeiten, die eben die Lernenden auf eine Art entlasten, aber auch Rücksicht nimmt auf Bedürfnisse des Arbeitgebers. Beispielsweise könnte ein lernender Gartenbau vermehrt im Winter in die Schule gehen und im Sommer wäre er mehr für seinen Arbeitsplatz verfügbar. Das klingt ja sehr interessant. Wann kann man damit rechnen, dass das umgesetzt wird? Ja, eigentlich sehr schnell und umgehend. Wir arbeiten ja auch da sehr eng mit der Wirtschaft zusammen und dort, wo das Interesse besteht, werden wir auch die Wege suchen und finden, um das gerade umsetzen können. Nochmal ein anderes Thema. Die Berufslehre ist im urbanen Bereich, also in der Stadt, eher unbeliebt und in den ländlichen Bereich eher beliebt. Aber ist die Ungleichheit ein Problem? Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, das einfach so zu sagen. Es geht nicht um Beliebtheit, es geht selbstverständlich auch um die sozialen Strukturen, wo die Jugendlichen drin leben. Und wenn ihr Nachbar jetzt beispielsweise eine Bäckerei hat, wo sie aufgewachsen sind damit sozusagen und er ihnen dann eines Tages anbietet, willst du nicht bei mir eine Lehre machen, dann werden sie vielleicht gar nicht mehr über die Mittelschule in der Stadt nachdenken. Und von dem her, glaube ich, ist es nicht ein Problem. Es muss einfach für jeden passen. Dadurch, dass wir ja die Durchlässigkeit garantieren in unserem Bildungssystem, kann jeder, auch wenn er eine Berufslehre macht, nachher auch noch den akademischen Weg eingehen oder sich weiterbilden oder was auch immer. Auf jeden Fall stehen alle Wege auf, egal ob man mit dem Gymnasium einsteigt oder mit der Berufslehre. Ihr Sohn hat Kaufmann gelernt, Ihre Tochter ist ans Gymnasium gegangen. Sie haben jetzt so quasi beide Wege miterlebt, aber wo liegen Ihrer Meinung nach die Stärken der Wege? Also ich glaube, beide Wege haben ihre Stärken. Bei mir war es jetzt ganz klar der Fall gewesen, dass beide Kinder den Weg können wählen können, der ihnen mehr liegt. Mein Sohn hat nicht unbedingt wollen in einem Gymnasium sich mit Latein umschlagen. Und hat auch immer einen sehr starken Praxisbezug gehabt. Meine Tochter hat mit der eher abstrakten Wissensvermittlung sehr gut können umgehen. Und von dem her haben beide jetzt ihr Hochschulstudium. Meine Tochter den Master in Use. Und mein Sohn hat an der ZHW auch noch den Bachelor gemacht. Das war dann meine Bedingung. Ich habe gesagt, du kannst von mir aus sehr gerne Berufslehre machen, aber dann machst du BM. Weil er eigentlich wirklich immer von der Leistungsfähigkeit her im oberen Bereich war. Und da haben sie jetzt auch wieder ein Beispiel für eine Mutter, die dann ein bisschen Druck gemacht hat. Also Druck in dem Sinn, dass ich einfach gesagt habe, nein, du machst jetzt wirklich, du kannst das und dann machst du es auch und probierst es. Und es ist auch gut gekommen. Wenn es gut gekommen ist, dann ist es super. Ich meine, dann kann man sich nichts anderes vorstellen. Motivation ist immer sehr wichtig.
Jetzt zum Abschluss noch, Frau Steiner, was würden Sie einem 14-jährigen Jugendlichen, der am Anfang seiner Karriere steht, mit auf den Weg geben? Also vor der Berufswahl meinen Sie? Also ich glaube, man muss sich zuerst fragen, was mache ich gern und was kann ich gut? Das sind die wichtigsten Fragen und dann sollte man sich eben, wie ich schon gesagt habe, bewusst sein, dass man nicht auf dem gleichen Beruf pensioniert ist, wie man gelernt hat. Durchlässigkeit ist gross und Weiterbildung ist Pflicht. Also mein Rat wäre, offen zu bleiben, vielleicht auch mal die zweitbeste Lösung in Erwägung zu ziehen. Es müssen nicht alle KV-Lernende werden. Wir wissen, dass auch der Beruf sehr im Umbruch steht. Und es gibt extrem viele Angebote, die man vielleicht nicht so kennt. Darum gibt es ja die Berufsmesse. Also bleibt offen, schaut, was euch Spass machen würde und euch nicht zu früh auf irgendeine Lösung konzentrieren. Es gibt immer noch andere ganz gute Optionen. Super, dann danke ich Ihnen vielmals für das Interview und wir sehen uns bald wieder. Ja, danke vielmals.